Die Verklärung Jesu ist eines der eindrucksvollsten Ereignisse im Wort Gottes und stellt die Verherrlichung des menschlichen Körpers Jesu dar, der eine außergewöhnliche Transformation durchgemacht hat. Dieser einzigartige Moment ereignete sich, nachdem Jesus seinen Jüngern seine wahre Identität offenbarte und sie nach Caesarea Philippi brachte, einer Stadt etwa 40 Kilometer nördlich des Sees Genezareth, wo sich ein Tempel zu Ehren des römischen Kaisers Caesar Augustus befand. In diesem Szenario befragte Jesus seine Anhänger darüber, wer der Menschensohn sei, wie in Matthäus 16, 13, 15 beschrieben. Die Antworten waren unterschiedlich und spiegelten die vielfältigen Spekulationen über Jesus zu dieser Zeit wider. Von der Annahme, dass er der auferstandene Johannes der Täufer sein könnte, bis hin zu einem der Propheten des Alten Testaments. Indem Jesus die Jünger jedoch direkt fragte, wer er sei, suchte er nach einer persönlichen und vertraulichen Antwort, die an jeden Einzelnen innerhalb der Gruppe gerichtet war. Diese Frage ging über bloße Volksmeinungen hinaus und lädt zu tieferem Nachdenken über die wahre Natur und Mission Jesu ein. Simon Petrus verkündete voller Überzeugung und Bereitschaft die Wahrheit vor Jesus: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Als Reaktion darauf erkannte Jesus die göttliche Offenbarung an, die Petrus gewährt wurde, segnete ihn und verkündete, dass er auf ihm seine Kirche bauen würde, gegen die die Pforten der Hölle nicht siegen würden, wie in Matthäus 16, 16, 18 berichtet. Dieses tiefe Glaubensbekenntnis des Petrus fand nicht nur die Zustimmung Jesu, sondern löste auch einen entscheidenden Moment in der Geschichte aus, der den Beginn der christlichen Gemeinschaft markierte. Von diesem Zeitpunkt an begann Jesus, seinen Jüngern die Mission zu erklären, die ihn in Jerusalem erwartete, wo er am dritten Tag mit Leiden, Tod und Auferstehung konfrontiert werden würde. Diese Offenbarung zeigt nicht nur die Tiefe des Verständnisses von Petrus, sondern auch die göttliche Führung, die die Erfüllung von Jesu Absichten auf der Erde vorantreiben würde. Jesus teilte seinen Jüngern das Wesentliche seiner Mission mit und offenbarte, dass er nach Jerusalem gehen müsse, wo ihm Leid und Tod durch religiöse Führer bevorstehen würden, dass er jedoch am dritten Tag auferstehen würde. Kurz gesagt, er umriss den Kern des Evangeliums. Kurz darauf, etwa sechs Tage später, wählte Jesus Petrus, Jakobus und Johannes als Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses aus, der Verklärung. Als Jesus sie auf einen hohen Berg brachte, wurde er vor ihnen verklärt und strahlte ein strahlendes Licht aus, das sein Gesicht und seine Kleidung umhüllte, wie in Matthäus 17, 1-2 berichtet. Diese transzendentale Vision zeigte nicht nur die göttliche Herrlichkeit Jesu, sondern diente den Jüngern auch als Moment der Bestätigung, stärkte ihren Glauben und bereitete sie auf die kommenden Herausforderungen vor. Die Verklärung stellt einen entscheidenden Punkt auf der Reise Jesu dar. Sie offenbart sein wahres Wesen und bereitet seine Anhänger auf die kommenden Ereignisse vor. Petrus beschrieb anschaulich, wie die Kleidung Jesu in einem Licht erstrahlte, das heller war, als es jedes irdische Bleichmittel erreichen konnte, und verwendete dabei das Wort Waschmittel oder Voller, wie es damals genannt wurde. Das Licht drang durch die Kleidung Jesu und offenbarte die göttliche Herrlichkeit, die in ihm leuchtete. Diese Vision versetzte die Jünger in Ehrfurcht, stärkte ihren Glauben und bereitete sie auf die Herausforderungen und Schwierigkeiten vor, die auf ihrer Reise mit Jesus vor ihnen lagen. In einem transzendentalen Moment traf sich Jesus mit Moses und Elia und besprach seinen Auszug, der die Befreiung seines Volkes darstellte, wie Lukas berichtet, und hob damit einen entscheidenden Punkt des Evangeliums hervor. Diese Begegnung verdeutlichte nicht nur die Erlösungsmission Jesu, sondern vertiefte auch das Verständnis der Jünger für seine Identität als Christus, der Messias. Diese Offenbarung war nicht nur für die Jünger von grundlegender Bedeutung, sondern auch für die Leser der Evangelien, da sie den Kern der von Markus übermittelten guten Nachricht darstellt, die später von Matthäus und Lukas erweitert wird. Bei der Beschreibung der Verklärung betonen diese Evangelien,
wie das Gesicht und die Kleidung Jesu leuchtend wie die Sonne wurden, eine visuelle Darstellung seiner Göttlichkeit. So wie die Wolke der Herrlichkeit, bekannt als Schekina, im Alten Testament die Gegenwart Gottes symbolisierte, deutete diese Vision die Majestät des Herrn Jesus an, wenn er zurückkehrt, um sein Königreich zu errichten. Er wird nicht mehr als das Opferlamm erkannt, sondern als der Löwe von Juda. Alle, die ihn sehen, werden ihn als Gott, den Sohn, den König der Könige und den Herrn der Herren erkennen. In diesem Moment der Verklärung, als Moses und Elia vor den Jüngern erschienen und mit Jesus sprachen, verliehen sie diesem außergewöhnlichen Ereignis eine noch tiefere Dimension. Die Anwesenheit dieser beiden Koryphäen des Alten Testaments, Moses und Elia, unterstreicht nicht nur ihre historische Bedeutung, sondern vermittelt auch eine kraftvolle Botschaft. Diese Szene zeigt, dass Figuren wie Moses auch nach dem physischen Tod über ein kognitives Verständnis und die Fähigkeit zur Kommunikation verfügen. Zusammen symbolisieren sie alle, die Teil des Reiches Gottes sind, diejenigen, die wie Elia entrückt werden, ohne den Tod zu erfahren, und diejenigen, die sterben und beim Herrn sein werden, wie Mose. Darüber hinaus repräsentierte Moses das Gesetz, während Elia die Propheten repräsentierte und somit das gesamte Alte Testament abdeckte. Zusammengenommen repräsentieren sie zusammen mit den Jüngern die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, die sich beide auf Jesus Christus konzentrieren. Diese Sichtweise stärkt nicht nur die Kontinuität der göttlichen Botschaft im Laufe der Geschichte, sondern weist auch auf die zentrale Rolle Jesu als Erfüllung der Heiligen Schrift und Vermittler zwischen dem Alten und dem Neuen Bund hin. In einem Moment der Bewunderung und Ekstase drückte Petrus seine Dankbarkeit gegenüber Jesus aus und schlug den Bau von 3 Schutzhütten vor. Eine für Jesus, eine für Moses und eine für Elia. Während Petrus noch redete, überschattete sie eine helle Wolke und aus ihr ging eine Stimme hervor, die verkündete: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hört ihm zu." Dieses göttliche Eingreifen stoppte Petrus und bestätigte den Sohn Gottes selbst als König der Könige, sowohl verbal als auch visuell. Die Szene, die zunächst voller Energie und Aufregung des Petrus war, verwandelte sich schnell in Ehrfurcht und Ehrfurcht, als die Jünger, als sie die Stimme Gottes des Vaters hörten, mit dem Gesicht nach unten zu Boden fielen und zutiefst erschrocken waren. Dieser Moment der Offenbarung stärkte nicht nur die Autorität Jesu als versprochener Messias, sondern bekräftigte auch die Einzigartigkeit seiner Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Die Reaktionen der Jünger auf die göttliche Manifestation waren von tiefer Angst und Ehrfurcht geprägt. Sie waren erschrocken und fielen auf ihr Gesicht, als sie die Größe des heiligen und allmächtigen Gottes des Himmels und der Erde erkannten. Doch Jesus näherte sich ihnen mit seiner Zärtlichkeit und Autorität, berührte sie und ermutigte sie, sich nicht zu fürchten. Als die Jünger sich umsahen, sahen sie nur Jesus, da er nicht nur einer unter vielen treuen Dienern Gottes ist. Er ist ihnen allen überlegen. Schließlich wiesen alle Dienste von Mose und Elia auf Christus hin, wie in Lukas 24,27 hervorgehoben wird, wo Jesus erklärte, wie alle Schriften auf ihn hinwiesen. Als Jesus vom Berg herabstieg, wies er die Jünger an, nicht zu offenbaren, was sie sahen, bis der Menschensohn von den Toten auferstehen würde, was noch einmal die Bedeutung und den Zeitpunkt der vollständigen Offenlegung seiner Identität und Mission hervorhebt. Diese Episode offenbarte nicht nur die Herrlichkeit und Autorität Jesu, sondern verdeutlichte auch seine zentrale Stellung und Überlegenheit in der Erlösungsgeschichte. Nach der außergewöhnlichen Vision der Verklärung ermahnte Jesus seine Jünger, das Geschehene bis zu seiner Auferstehung von den Toten geheim zu halten. Er verstand, dass die Menge, wenn sie von der Vision hörte, sie in Verwirrung stürzen und sie veranlassen könnte, ihn vorzeitig zum König auszurufen. Stattdessen wäre die Offenbarung der Vision ein integraler Bestandteil seiner Königreichsbotschaft und würde Sünder einladen, ihren Glauben an den auferstandenen König zu setzen.
Als die Jünger die Notwendigkeit in Frage stellten, dass Elia an erster Stelle stehen müsse, wie es die Schriftgelehrten lehrten, erklärte Jesus, dass Elia bereits in Johannes dem Täufer gekommen sei, er aber nicht erkannt worden sei und von denen gelitten habe, die ihn abgelehnt hätten, genau wie der Sohn des Menschen würde leiden. Dieses Verständnis führte die Jünger dazu, den Zusammenhang zwischen der Vision der Verklärung und der Rolle Johannes des Täufers bei der Vorbereitung auf den Dienst Jesu zu erkennen. Die Vision von Moses und Elia löste eine tiefe Reflexion über messianische Prophezeiungen und ihre Beziehung zum irdischen Wirken Jesu aus. Jesus wies darauf hin, dass Elia bereits gekommen war, als er zuvor erklärte, dass Johannes der Täufer der Elia sei, der kommen würde, wie im Lukasevangelium berichtet. Der Engel Gabriel teilte Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, mit, dass sein Sohn im Geist und in der Kraft Elias vor den Herrn treten würde, wie in Lukas 1,17 aufgezeichnet. Allerdings erkannten die damaligen Führer Johannes den Täufer nicht in diesem Sinne an, sondern verfolgten ihn auf die gleiche Weise wie den Menschensohn Jesus. In diesem Zusammenhang stechen drei Figuren hervor: Moses, Elia und Jesus. Für die Juden galt Moses als einer der größten Führer, aber Jesus war noch größer. Obwohl Jesus in den Evangelien neben Mose und Elia erschien, war er eindeutig der Höchste. Moses nahm direkt nach Abraham die zweitwichtigste Position im Alten Testament ein. Seine Herrschaft als Prinz von Ägypten wurde abgebrochen, als er die Beherrschung verlor und einen der ägyptischen Sklaventreiber tötete, was ihn dazu veranlasste, um sein Leben zu fliehen. Diese Figuren stellen die Nachfolge und Vorherrschaft der Rolle Jesu in der Erlösungsgeschichte dar und unterstreichen seine einzigartige Stellung als versprochener Messias und Retter der Welt. Die Statistiken über Moses Leben sind wirklich faszinierend. Im Alter von 40 Jahren verließ er das luxuriöse Leben im Palast und verbrachte die nächsten 40 Jahre damit, Schafe in der Wüste zu hüten, bevor er zurückkehrte, um die Israeliten für weitere 40 Jahre zu führen. In dieser Zeit war Gottes Hand in seinem Leben deutlich sichtbar. Moses Begegnung mit dem Herrn durch den brennenden Dornbusch ist besonders bemerkenswert, nicht nur wegen des Phänomens des Dornbuschs selbst, sondern auch wegen Moses Reaktion. Als Gott Mose anwies, seine Schuhe auszuziehen, um auf heiligem Boden zu stehen, und ihm versicherte, dass er die Israeliten aus Ägypten führen würde, nannte Mose 5 Gründe, warum er sich für diese Aufgabe nicht geeignet fühlte. Erstens hielt er sich für unbedeutend. Später behauptete er, es fehle ihm an Wissen und er sei nicht in der Lage, die Menschen davon zu überzeugen, dass Gott ihn zu ihrem Anführer erwählt habe. Diese Zögerlichkeiten Moses spiegeln seine Menschlichkeit und seine Zweifel wider. Sie unterstreichen aber auch Gottes Gnade und Geduld, mit denen er ihn für die bevorstehende große Mission rüstete. Gott versprach Mose, dass sein Wort bei ihm sein würde und dass er im Laufe seines Lebens Wunder vollbringen würde. Allerdings erkannte Moses seine eigenen Grenzen als öffentlicher Redner und gab zu, dass sein Stottern ihn daran hinderte, seine Worte klar zu artikulieren. Als Reaktion darauf ernannte Gott seinen Bruder Aaron zu seinem Sprecher. Interessanterweise entschied sich Gott, keine Einzelheiten über die Ereignisse rund um den Tod von Moses preiszugeben. Die in drei Passagen enthaltenen biblischen Hinweise auf seinen Tod und sein Begräbnis verstärken die geheimnisvolle Aura, die das Leben und Ende des großen Propheten umgibt. Im Alter von 120 Jahren starb Moses, wie in Deuteronomium 34,7 berichtet, aber seine Vitalität und Stärke ließen nicht nach. Er blieb bis zum Ende kräftig, aber trotz seines fortgeschrittenen Alters starb Moses allein vor dem Felsen auf dem Berg Nebo. Von dort aus betrachtete er das gelobte Land jenseits des Jordans, obwohl er wusste, dass er es niemals betreten würde. Sein Ungehorsam gegenüber göttlichen Anweisungen in den Gewässern von Meribah Kadesh verhinderte seinen Eintritt in das gelobte Land.
Obwohl Moses die Israeliten an den Rand Kanaans führte und einen Blick auf das Land erhaschte, durfte er es nicht betreten, was uns eine eindrucksvolle Lektion über die Bedeutung von Gehorsam und Gottes Souveränität über unser Leben lehrte. Gott gewährte Moses gegen Ende seines Lebens eine Vision des Landes, aus dem er geflohen war, Ägypten. Moses, der große Führer des hebräischen Volkes, empfing diese Vision als Symbol für das Ende seiner Reise und als Bestätigung seiner göttlichen Versprechen. Diese Vision entfachte nicht nur seinen Glauben neu, sondern diente auch als Erinnerung an Gottes größeren Plan für sein Volk. Elia wiederum war ein Tischbieter aus Gilead, eine herausragende Persönlichkeit in der Geschichte Israels. Auch wenn kein Buch auf seinen Namen geschrieben wurde, wird sein Leben in den Aufzeichnungen der Könige ausführlich behandelt, was seine Bedeutung und seinen Einfluss unterstreicht. Seine epische Konfrontation mit den Baalspropheten auf dem Berg Karmel ist eines der denkwürdigsten Ereignisse seiner Karriere. Der 19 Kilometer lange Berg Karmel war der beeindruckende Schauplatz dieses spirituellen Kampfes, der ein bleibendes Erbe in der Geschichte Israels hinterließ. Nach Elias Weggang übernahm Elisa, ein einfacher Bauer, den prophetischen Mantel. Er erbte nicht nur die Rolle des Propheten, sondern wünschte auch einen doppelten Anteil von Elias Geist zu erhalten. Dieser oft missverstandene Ausdruck bezog sich nicht nur auf den Wunsch nach Macht, sondern vielmehr auf eine kulturelle Tradition des Erbes. Indem Elisa um eine doppelte Portion von Elias Geist bat, zeigte er seinen Wunsch, die Arbeit und das Erbe seines Mentors fortzuführen, so wie ein Erbe nach dem Tod seines Vaters die Verantwortung und Führung einer Familie übernimmt. Tatsächlich strebte Elias danach, als Erbe und Nachfolger seines Mentors Elias anerkannt zu werden, was es ihm ermöglichen würde, die Führungsrolle zu übernehmen und die von seinem Vorgänger begonnene Arbeit fortzusetzen. Diese Zeugenaussage symbolisierte nicht nur einen Machtwechsel, sondern auch die Kontinuität der göttlichen Absichten. Elia war im Gegensatz zu den meisten biblischen Figuren einer der wenigen, die keinen physischen Tod erlebten. Genau wie Henoch, eine weitere Figur in den Heiligen Schriften, wurde Elia in einem Wirbelsturm direkt in den Himmel gebracht, während Elisa Zeuge seiner Himmelfahrt war. Henoch und Elia bleiben die einzigen beiden Menschen in der Bibel, die in den Himmel aufgenommen wurden, ohne den physischen Tod zu erleiden. In Genesis 5,24 erfahren wir von Henoch, der mit Gott wandelte und verschwand, weil Gott ihn hinweggenommen hatte. Ebenso wird in 2 Könige 2,11 beschrieben, wie ein Feuerwagen und Feuerpferde Elia von Elisa trennten und Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel aufstieg. Beide Männer werden für ihre Nähe und Verbundenheit mit Gott verehrt und sind außergewöhnliche Persönlichkeiten in der Geschichte des Glaubens. Elia, möglicherweise der mächtigste Prophet des Alten Testaments, hinterließ ein bemerkenswertes Erbe, nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Taten, sondern auch wegen seiner unerschütterlichen Hingabe an Gott und seine Mission. Sein Leben und sein Dienst inspirieren weiterhin Generationen und dienen als lebendiges Beispiel für Mut, Treue und göttliche Macht. Die Bibel gibt uns faszinierende Berichte über die Versetzung Henochs und die Entfernung Elias von der Welt und lässt uns im Ungewissen darüber, was mit ihnen geschah, nachdem sie die Erde verlassen hatten. Wir können nur schlussfolgern, dass sie hier keinen physischen Tod erlebten, da das Gesetz durch Moses gegeben wurde, während Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus gebracht wurden, wie in Johannes 1,17 aufgezeichnet. Bemerkenswert ist die Anwesenheit von Moses und Elia neben Jesus bei der Verklärung, da Moses eng mit dem alttestamentlichen Gesetz verbunden ist, während Jesus kam, um die Gebote des Gesetzes zu erfüllen und eine endgültige Antwort auf die Frage der Sünde zu geben, was das Gesetz tat nicht, konnte lösen. Die Verklärung ist ein entscheidendes Ereignis, das einen weiteren Beweis für die göttliche Natur Jesu liefert. Es ist kein Zufall, dass dies geschah, kurz nachdem Jesus seine Identität als der von Gott gesandte Christus erkannte. Elia,
als prominente Figur des Alten Testaments und Moses als Vertreter des Gesetzes, bezeugten neben Jesus und betonten, dass er sowohl die Propheten als auch das Gesetz erfüllte. Die Stimme Gottes, des Vaters, bestätigte die Berufung und Sohnschaft Jesu und unterstrich noch mehr seine göttliche Stellung und den Zweck seines Kommens auf die Erde. Die in den Evangelien aufgezeichnete Verklärung Jesu ist ein Ereignis von großer Bedeutung und Geheimnis. Da nur drei seiner Jünger anwesend waren, Petrus, Jakobus und Johannes, wurde Jesus vor ihnen verklärt und offenbarte seine göttliche Herrlichkeit. Die Anwesenheit von Moses und Elia an der Seite von Jesus in diesem entscheidenden Moment symbolisiert den Höhepunkt des Gesetzes und der Propheten in Christus und repräsentiert die Fülle des kommenden Reiches Gottes. Als Jesus verklärt wurde, leuchtete sein Gesicht wie die Sonne und seine Kleidung wurde weiß wie Licht und zeigte seine wahre göttliche Natur. Diese wunderbare Vision offenbart nicht nur die Herrlichkeit Jesu, sondern nimmt auch seine zukünftige Herrschaft in einem verherrlichten Körper vorweg. Jesus selbst sagte seinen Jüngern, dass einige von ihnen den Tod nicht schmecken würden, bevor sie den Menschensohn in seinem Königreich kommen sehen würden. Matthäus 16, 28. Somit ist die Verklärung Jesu mehr als ein übernatürliches Ereignis. Es ist eine prophetische Vision und eine kraftvolle Demonstration der Autorität und Herrschaft Christi über alle Dinge. Es lädt uns ein, über die Realität des kommenden Reiches Gottes nachzudenken, in dem Jesus für immer herrlich regieren wird. Lass uns beten. Lieber Gott, heute heben wir unser Herz in Dankbarkeit für Ihre unendliche Güte und Liebe, die uns jeden Tag trägt. Wir erkennen voller Demut die unzähligen Segnungen an, die Sie uns schenken, von der Luft, die wir atmen, bis zu den wertvollen Menschen, die unseren Weg kreuzen. Wir danken Ihnen für das Geschenk des Lebens, für Ihre Gnade, die uns umgibt und für die Verheißung der glorreichen Wiederkunft Christi. Herr, in dieser turbulenten Welt voller Herausforderungen bitten wir dich, uns Kraft und Mut zu schenken, um Prüfungen mit unerschütterlichem Glauben zu meistern. Mögen wir im Angesicht der Widrigkeiten standhaft bleiben, im Vertrauen auf ihre Souveränität und auf den Sieg, den Christus bereits am Kreuz errungen hat. Hilf uns, uns nicht vom Bösen überwältigen zu lassen, sondern mit Überzeugung und Liebe zu widerstehen, deinen Geboten zu folgen und dein Licht inmitten der Dunkelheit zu verbreiten. O barmherziger Gott, wir sehnen uns nach der glorreichen Wiederkunft Christi, wenn er kommen wird, um sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit zu errichten. Möge diese Hoffnung uns stärken und jeden Schritt inspirieren, den wir in dieser Welt unternehmen. Mögen wir mit Erwartung und Hingabe leben und den Weg für die Herrschaft Christi in unseren Herzen und auf der ganzen Erde bereiten. Möge Ihr Heiliger Geist uns leiten und uns auf unserem Weg des Glaubens stärken, damit wir in dieser bedürftigen Welt Werkzeuge Ihrer Liebe und Wahrheit sein können. Und wenn Christus in all seiner Herrlichkeit zurückkehrt, mögen wir bereit sein, ihn mit offenen Armen voller Freude und Dankbarkeit zu empfangen. Mögen wir uns täglich mit der Waffenrüstung Gottes bekleiden, wie uns der Brief an die Epheser lehrt, damit wir den Angriffen des Bösen widerstehen und fest im Glauben bleiben können. Möge jedes Teil dieser Rüstung Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glaube, Erlösung und das Wort Gottes unter allen Umständen unser Schutz und unsere Stärke sein. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers, beten wir. Amen.